von Beverly Hills fahren Meister und Lehrling zum nächsten Termin an der kalifornischen Küste, weiter in Richtung San Diego. Hinter der Stadtgrenze von Los Angeles geht es über Land durch großartige Landschaften. Wie gefällt es dir hier? Diese schöne Wiener Stadt, nicht? Ja. Ich bin ja kein Stadtmensch. Vor allem die Luft bedeutet besser. Nancy, die Leiterin einer Tierauffangstation, hat den Knochenbrecher um Hilfe gebeten. Nach einer dreistündigen Autofahrt erreichen sie die Ranch. Guide Oliver ist auch dabei. Nancy, darf ich dir Tamme vorstellen? Schön, dich kennenzulernen. Hallo, Anton. Good to meet you. Willkommen auf unserem Gnadenhof. Nancy's Ranch ist weit und breit der einzige Anlaufpunkt für verwahrloste und verletzte Tiere. Kamele, Zebras, Pferde und Esel sind nur einige der Tierarten, die auf der Ranch gestrandet sind. Nancy zeigt Tamme Hankton zunächst eine ganz seltene Kreuzung aus einem Esel und einem Zebra mit wildem Temperament. Du siehst wie schlank und du siehst auch wie völlig Esel. Ich würde auch Spielerei, würde so umlegen. Die sind ja sowieso ein bisschen. So, der kommt an und wir leihen hier. Das Tier ist wunderschön, aber ebenso wild und unberechenbar. Beim Anblick des seltenen Vierbeiners klingen beim Knochenbrecher die Alarmglocken. Dass Nancy sich so unbedacht mit dem Hengst im Gehege bewegt, hält er für sehr bedenklich. Wenn man das guckt, wie die Pferde sich verhalten. Das ist weniger Dressur und Benehmen, das ist ungezogen. Ja. Ein Jährling drin, so zum Spielen und so, alles wunderbar, wenn die so einen kleinen Knall haben, habe ich nichts gegen. Aber wenn man da drin ist und er kommt an, macht diese Drohgebärden, bremst, wo ist Halt, wo hört's auf? Und was ist er aus lauter Liebe und Übermut? Das ist ein Hengst. Wenn der ein Jahr weiter ist und kommt in eine Geschlechtsreife, der wird ja einen Geschlechtstrieb kriegen. Obwohl er einen blauen Blitz hat, er kann sich nicht mehr für mich, das ist ein Muli. Aber der kann sich zu was wirklich Gefährlichen entwickeln, dass er auf einmal aus Hengstmanier die Frau umrennt. Dann gehen die gleich mit den Knie drauf und machen die platt. So sicher sich Nancy auch gibt, Tamme zweifelt stark daran, ob sie sich der drohenden Gefahr wirklich bewusst ist. Die zufassen, die beißen dir das ganze Teil weg. Dann hast du so ein Loch, da kannst du einen Hamburger der Größe reinhauen. Das ist brandgefährlich. Und dann diese Blüten, die diese Pferdeliebe treibt, das ist in Zukunft eine echte Brisanz. Aber hier ist kein System drin. Dies ist einfach durchgeknallt. Und schon wieder ein Pferd, was verliebt ist. Ich muss hier weg, sonst ist alles in der Rosse. Übertriebene Tierliebe macht Tamme wütend. Kann er hier überhaupt etwas tun? Der nächste Patient hat eine tragische Geschichte. Kampfhunde haben das Pony übel zugerichtet. Nancy und ihre Mitarbeiter haben das schwer verletzte Pony wieder aufgepäppelt. Doch was genau war eigentlich passiert? There was four dogs. Vier Hunde haben ihn unter einen Maschendrahtzaun gezogen und sein Genick gebrochen. Sie haben seine Schulter um 15 cm ausgerenkt. Er hatte überall Bisswunden und sein gebrochenes Genick hatte danach eine V-Form. So ein Pony lässt man so, wie es ist, weil er auf jegliche Bewegung, die er sich jetzt angeeignet hat, angewiesen ist. Wenn ich ihn jetzt einrenke, dann wird er labil hier und da in Bewegung und dann kann es sein, dass er überhaupt nicht mehr ordentlich läuft. Ich würde ihn so lassen, wie er seinen Gang gefunden hat. Das ist klüger. Sie muss das so sehen, wenn er läuft nicht schlecht. Wenn wir hier jetzt dieses alles Aufhängung und Pferde, die diese Krankheiten gehabt haben, die halten sich fest, die hängen sich auf. Und die Muskeln sind anders strukturiert. Die können die Last aufnehmen. Und jetzt kommt er gut klar. Aber ich kenne genügend Leute, die dann an solche Pferde rangehen, wo das Pferd zwei, drei Tage ein bisschen besser läuft.
Und dann liegt es und will nicht mehr hoch. He has arrangement. Yes. To these problems, to this side. Okay. It's better when he go, wie es ist, wie soll ich sagen? As it is. As it okay. is. Okay. Ist schon bald Plattdeutsch. Seine Motorik hat sich neu angepasst. Die alten Bewegungsabläufe sind seit den schweren Verletzungen gelöscht. Oft ist es besser, wenn man weniger tut. Weniger ist mehr. Das geschundene Tier hat sich mit seinen Gebrechen arrangiert und lebt damit nun recht gut. Beim nächsten Pferd sieht das ganz anders aus. Ein echter Filmstar braucht die Hilfe des Knochenbrechers. Ein Filmstar in Frührente, sozusagen. Er war 18 Jahre lang ein Filmpferd und hat in Western mitgespielt. Wenn du mal ein gescheckes Pferd im Saloon gesehen hast, inmitten von schießenden Cowboys und Pokerspielern, das könnte er gewesen sein. Er ist ein voll ausgebildetes Trickpferd und ist lange Rodeos geritten. Ins Maul kommen. Du fängst an und dann erzählst du uns, was du alles siehst und sowas. Jetzt verbringt er seine Rente hier, sodass keiner mehr Raubbau an seinem Körper betreiben kann. Das geht. Das geht ja auch. Zähne. Haken drauf, ganz spitze. Hey, hochhalten, dass ich was sehe. Nase nehmen. Oh ja. Spitze Haken drauf. Zähne sind tens, oder? Teeth. Das Problem hier zu teeth. The one ten hierher hat so einen Haken dran vorne. Diese Haken müssen, er muss die Zähne abgeschliffen bekommen, damit er wieder ordentlich fressen kann. Yes. So, yes. Nehmen wir einen Fuß hoch. Anton, was habe ich dir gesagt? Genau, ne? Come to me. Anton, vertell. Hier ist doch. Die Sohle ab hier. Dies ist der Strahl. Und hier ist hoch. Hier ist es rund. Das bedeutet, der Huf kriegt so einen Bogen drauf. Nicht so, sondern so. So krumm. Das hat das Hufbein sich abgesenkt. Das ist ein Pferd, was praktisch auch mal eine Überfütterung hatte. Oder falsch gefüttert wurde, Verschlag nennt man das in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das hier auf Englisch heißt. Probably it, you know, got fed the wrong way or maybe too much. That's why you have down there at the lower foot. It's can you show it again with the hands? Ja, wenn man die Hufe pflegt, nicht zu viel vorne an der Zehe wegschneiden, nur kurz raspeln. Yeah, only keep the toes a little short on the toes. Daran haben wir schon gearbeitet. When he came, his toes, no heel and very long feet. So we've been working on trying to get more heel and less toe. Yeah. Gut. Also als herkam, hatte der keine Ferse und ganz lange Nägel und Zehen. Ja. Und dabei ganz kurz. Ja. Gut. Nach vorne raus? Nee. Andere Seite. Das ist noch schlimmer. Und hoch. Und festhalten. So, nicht zu hoch. Du weißt, die Sohle. This is a wide Linie. It's a wide line. Line, wide line. Und raspeln bis an die Linie ran. Yeah, you have to cut it or send it kind of all the way to this white line. Okay. Nun soll Lehrling Anton zeigen, was er bisher gelernt hat. Unter der Aufsicht des Knochenbrechers behandelt er das Western-Pferd. Die ganze Sache ist aber offenbar nicht so leicht, wie sie beim Knochenbrecher oft aussieht. Umdrehen deinen Arsch.
Ja, nicht so lange warten, Anton. Du verpasst die Zeit. Hochnehmen, locker. Jetzt musst du schon längst Arsch runter haben und ran. Gut. Guck end. Anton. Komm her. Nein. Ja, guck mir. Zack. Lang, ran, anfassen, rund. Zack. Dann kommt das raus. Wenn du zu lange wartest, tritt er dich tot. Er überlegt. Du sagst neben hoch. Dann sagst du, musst schon längst da gewesen sein. Ja, aber du kennst das ja. Du hast das ja schon gut gemacht. Du musst dann sehen, dass du mit der Schnelligkeit rankommst. Die ersten blauen Flecke gehören dir. Aber du musst ja gar nicht drauf spitzen. Du musst einfach sehen, dass du anfasst, zack, die Bewegung machen, in einem Zug Arsch rund schmeißt und weg. Wartest du, überlegt er. Der denkt, was will der eigentlich von mir? Ab jetzt übernimmt wieder der Knochenbrecher. Mit einem Schlüssel legt er bei dem Tier Nervenbahnen frei. Gut. Fein. Gut. Very good. Step. Noch einmal lässt sich Tame das Tier vorführen. Am Gang kann er weitere Fehlstellungen erkennen. Dem Westernpferd scheint nicht nur seine lange Filmkarriere, sondern auch die Hitze etwas zuzusetzen. Gut. Noch ein Tipp. Water and the horse all days this and it will problem to feed. 10 minutes in the water. Okay. Was macht das Wasser? This horse would do that. Das Wasser zieht in den Huf, macht den Huf wieder beweglicher. Okay. Und wenn man dann mit Lebertran einpinselt, wird der Huf hart und bleibt beweglich. Boy.